Aber Kittenberger schafft es, beides unter den Hut zu bringen, Weihnachtsgefühle hochkommen zu lassen und dazu den jungen Wein zu mischen. Herzliches Danke. Herr Bürgermeister, ich habe gesagt, wir haben heute eine Novität. 6 Katastralgemeinden hat Langenlois und wir sind heute in einer dieser Katastralgemeinden und das ist eine Neuerung bei der Weintaufung. Ja, der Weinbauverein hat verschieden ausgerichtet die letzten Jahre, sei es in den Kellergassen, war natürlich immer witterungsmäßiger ein bisschen ein Risiko diese Jahreszeit. Es war in der Gartenbauschule, es war in der Sporthalle schon. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, dass ich erfahren habe, dass wir heute in Schiltern sind. Ich glaube, es hat sich einfach die Lokalität hier angeboten. Und ich denke, da sollte man noch weiter nachdenken. Wir haben noch andere Katastralgemeinden, die wunderbare Weine haben, die wir durchaus einmal vor Voran holen können. Die müssen aber dann auch Glashäuser bauen, ne? Ja, da finden wir was anderes, dann nehmen wir dann die Presshäuser vielleicht wieder. Herr Vorrang, Herr Obmann, eine ganz dezente Frage unter uns. Die wievielte Weintaufe, nicht am heutigen Tag, sondern die wievielte Weintaufe in Ihrer Karriere als Obmann ist das jetzt? Offizielle. Die 10. Das heißt, Sie sind 10 Jahre Obmann. Genau. Die grauen Haare wollten Sie eigentlich im Trend. Vorher war ich gerade. Ja, und ich darf jetzt alle Winzer, die gekommen sind, sehr, sehr herzlich willkommen heißen. Stellvertretend für alle möchte ich die Winzerin begrüßen, und zwar die Karin Steinschaden. Aus diesem Betrieb kommt heuer der Taufwein. Und es freut mich auch, dass der Obmann des Bezirksweinbauvereines Günter Nassler hier ist. Herzlich willkommen. Die wichtigste Person zu begrüßen, darf ich auch. Es freut mich sehr, unseren Taufpaten, den niederösterreichischen Weinbotschafter, Herrn Professor Harald Gnadl hier zu begrüßen. Grüß dich. Ich darf jetzt 2 Damen zu mir auf die Bühne bitten, die eine gekrönten Hauptes und die andere ist eine ungekrönte Königin, aber beide sind sie für mich Königinnen. Die niederösterreichische Vizeweinkönigin Birgit die Erste und die Taufwinzerin Karin Steinschaden. Herzlich willkommen! Birgit die Erste, wie fühlt man sich denn so? Wie war denn das damals, wie Sie die Krone bekommen haben? War das ein erhebender Moment? Ja, es war ganz interessant. Das ist eine Krönung in Grafenwörth damals. Es war im Zuge eines Wein-Events, also bei der Weingala, der Niederösterreicher, da habe ich die Patin, die Witzerin vom Taufwein schon kennenlernen dürfen. Ja, es war sehr interessant und seitdem geht es ziemlich rum. Also man kommt ja rum in Niederösterreich, gell? Ja, es ist ganz interessant, wie die Weintaufen von Ort zu Ort unterschiedlich sein dürfen können. Und es ist wirklich ein Traum, da herumstehen zu dürfen. Und das Tolle ist ja, dass jede Weintaufe für sich ja ihre eigene Atmosphäre hat, gell? Und ihre eigene Energie hat und jede für sich wunderschön ist. Ja, vor allem, es ist das Ambiente, vor allem da herinnen, also im Glashaus, so sehr originell und das passt ganz gut, glaube ich. Da bleibt uns Frauen fast die Luft weg, aber ein bisschen Restluft haben wir noch zum Reden. Ne? Was ist der Taufwein? Wo kommt er her genau? Wie schaut es aus mit der Qualität des Taufweins?
Ja, das kann sich dann jeder selber davon überzeugen. Wir schlafen also, jetzt ein bisschen. Ja, wir sind nämlich schon alle durch. Ja, und sehr neugierig, aber das machen wir so eigentlich neugieriger. Ja, es ist ein grüner Veltliner aus der Rieder Spiegel, geerntet am 15. Oktober mit 18 Grad. Kloster Neuburger Mostmacke, hat 12,5 Alkohol, 6 Säure und 2 Gramm Restzucker. Das sind so die technischen Daten dazu. Ja, aber wir Weinkenner können sofort was anfangen. Ja, sicher, ganz klar. Wir schauen die Flasche an und sagen, Restzucker. Genau, passt. 12,5. Passt. Wunderbar. Ja, und was ich noch dazu sagen möchte, Sie können diesen Wein nicht nur hier verkosten und genießen, sondern es wird ihn auch ab nächster Woche in der Flasche als staubigen im Verkauf geben und dann können Sie dann mit nach Hause nehmen. Bevor wir uns noch intensiver dem Wein widmen, ganz kurz zum Wein und Steinschaden, ein paar Eckdaten. technische Daten. Ja, Weingut Steinschaden befindet sich in Langenlois. Wir bewirtschaften 22 Hektar. Wie es zum Kamtal dazugehört, unsere Hauptsorten sind natürlich Grüner Veltliner, Riesling und Zweigelt. Wobei unser Betrieb sicher die Sortenvielfalt auszeichnet, die wir anbieten können und auch die Erfolge im Süßweinbereich, die wir mit dreimaligen Landessieger hintereinander belegen können. Also das ist schon was wirklich Schönes. Und ja, wenn Sie unsere Weine kosten und kennenlernen möchten, können Sie das ganzjährig in Wien, in Nussdorf am Heurigen. Ja, wir haben uns schon geplaudert. Genau. Ich kenne das ist heuer ja, Steinschaden. Man braucht nur mit dem D-Wagen bis zur Endstation fahren, dann kurz einmal umfahren und man fällt beim Steinschaden. Genau, also dann tut man das. Wenn man Steinschaden übersehen kann, dann fällt man wieder raus und der D-Wagen führt nimmt den mit. So ziemlich überall. Ja. So, nach den zwei hübschen Damen, die komme ich jetzt wieder zwei hübsche Herren an meine Seite. Ich darf zu mir. Vertretung des Landeshauptmanns Dr. Erwin Bröll, Landeshauptmann Stellvertreter Magister Wolfgang Sobotka auf die Bühne bitten. Und ich darf den Taufpaten auf die Bühne bitten, Professor Harald Knagel, den Weinbotschafter Niederösterreich ist das Weinland schlechthin. Langenlois, die Weinstadt, die größte Weinstadt, und da freut es mich ganz besonders, dass ich heute da sein kann. Langenlois ist so wieder etwas das Zentrum des Weinbaus in Niederösterreich. Nicht nur in den 6 Katastralen, sondern vor allem im Begriff auch, wir haben 8 Weinregionen, das, was das Kamtal auszeichnet. Es gibt eigentlich viele schöne, gute, exzellente Weinbaugebiete, aber ich glaube, was Langenlois schon durch Jahrzehnte zeigt, ist das, dass man hier mit einer besonderen Qualität Wein macht, mit einer besonderen Liebe zum Wein auch den Garten bearbeitet. Und das zeigt diese Stadt ganz besonders aus, dass man immer ein Verhältnis zur Kunst hat. Ich bin jetzt über den, weil der Reinhard gesagt hat, vorher über den Weinbergweg runter, die Statue von Heimann Zobernick, das Loisium, die Weinerlebniswelt, das sind alles Dinge, die diese Weinstadt, das Ursinnhaus, auszeichnen, in ganz besonderer Art und Weise. Und ich glaube, die Winzer haben diese Stadt zu dem gemacht, was es heute ist, und darauf könnt ihr zu Recht auch stolz sein. Und daher herzliche Gratulation und ein großes Dankeschön. Jetzt darf ich an den niederösterreichischen Weinbotschafter 2011 eine Frage richten. Man wird einen Weinbotschafter, wenn man keine Beziehung zum Wein hat. Also es muss ja ein gutes Verhältnis zu diesem Getränk, diesen wunderbaren Flaschen da sein. Ich habe es schon früh begonnen mit der Beziehung zum Getränk in dieser Flasche. Nein, gar nicht. Oder hat das erst später eingeschlagen? Also eigentlich nicht sehr früh, ich muss das jetzt offen und ehrlich sagen, ich komme aus der Generation oder aus einer Studentenverbindung heraus, und da wird ja Wein eher nicht getrunken, sondern da pflegt man den Kult des Bieres, und das habe ich auch sehr früh gelernt zu trinken, und erst eigentlich so rund um meinen 30. Geburtstag, was auch schon sehr lange her ist, habe ich begonnen, mich für Wein zu interessieren, aber so wie das bei mir dann recht oft ist, wenn mich was interessiert, dann möchte ich es auch wissen. Und dann möchte ich mich auch damit beschäftigen, und dann habe ich mich mit der Weinkultur beschäftigt. Und da habe ich natürlich das Glück, dass ich in einem Heimatland wohne,
das also einfach ein großartiges Weinland ist. Ich glaube, Niederösterreich ist so ziemlich eines der besten Weinländer Europas. Da brauchen wir uns überhaupt nicht mehr vor irgendjemand in Frankreich, irgendjemand in Spanien, in Deutschland oder irgendwo verstecken oder Italien. Wir machen hervorragende Weine und möchte jetzt eins dazu sagen, Weißweine hier in Niederösterreich wahrscheinlich die weltbesten mittlerweile. So, und Langenlois ist so eins der Zentren hier. Also für mich ist Langenlois das Weißweinzentrum. Na, Herr Pfarrer, kann dem Kind ja nur einen Namen geben, wenn er den Namen kennt. Ja, weiß der Taufpate den Namen? Der Taufpate weiß den Namen. Das war Abbrief, oder? Ja, genau. Das heißt, der Gag des Amts. Nein, ganz ehrlich, ich weiß ihn schon. Ich hatte ja, am Montag wurde er ja ausgekostet, da konnte ich leider nicht teilnehmen, obwohl ich mir es vorgenommen habe. Und ich habe mir dann am Dienstag eine Flasche besorgen lassen und habe ihn dann am gleichen Abend noch verkostet. Und ich muss sagen, ich war derart was von beeindruckt und überrascht. Und ich möchte ihn gerne Quelle der Freude nennen, weil das also nicht sehr romantisch ist auf Deutsch. Möchte ich ihn lateinisch nennen, das heißt dann Fons Gaudi. Fons Gaudi. Die Quelle des Freudes. Zufrieden sein. Okay, deswegen wird er jetzt auch getauft. Ja. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du schenkst uns den Wein als Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Dein Sohn Jesus Christus hat den Wein erwählt als Zeichen des neuen Bundes in seinem Blut. Segne diesen neuen, jungen Wein, den wir zu Ehren des heiligen Apostels Johannes trinken werden. Lass uns erfahren, dass du der Gott bist, der die Herzen der Menschen froh macht und Gemeinschaft stiftet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Sie wissen aber nicht, was Sie verpasst haben. Ich wollte Ihnen etwas dazu sagen. Wir haben schon einige Moderationen gehabt auf der Weintaufe, aber so eine launische und perfekte Moderation. Herzlichen Dank. Danke.